Herzlich willkommen zu Madden NFL 15 und ja, es gibt mal wieder ein Let's Play Community oder ein Let's Play Against the Community. Dieses Mal spiele ich gegen den guten Gotti91, gegen den ich auch, ja, beziehungsweise mit dem ich auch War Thunder spiele. Und Moment, ich muss mein Mikro noch ein wenig in die Mitte rücken, so ist besser. Ja, ich habe mich schon entschieden für die San Francisco 49ers. Er ist noch am Überlegen. Ich bin gespannt. Oh, der nimmt die Seahawks. Er nimmt die Seahawks, alles klar. Und er nimmt dann auch noch mal ein neues Playbook, alles klar. Sehr interessant. Ich lasse das einfach. Ich bin eigentlich mit dem San Francisco Playbook sehr zufrieden. Er hat sein Custom Playbook. Ach du grüne Neune. Also ihr seht schon, er hat da richtig Ahnung. Hat mir auch so im Vorfeld so ein bisschen erzählt. Er hat auch Madden NFL 25 gespielt und davor noch Spiele und hast du nicht gesehen. Und ja, hat übrigens auf seinem Kanal auch ein Let's Play als, ich glaube, Tight End war's. Ich glaube ja. Als Left End, Tight End, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in den Let's Play in der Defense. Finde ich richtig, richtig geil. Sieht man ja extrem selten. Ja, den Link zu seinem Kanal packe ich euch gerne in die Beschreibung. Reinschauen lohnt sich. So, gleich geht's los. Ich bin gespannt. Ich muss hier nochmal ganz kurz hier die Leute beruhigen. So, und es geht gleich los. So, was machen wir denn? Ich würde sagen, wir machen einen Kickoff Middle. Ich kann mich da nie so richtig entscheiden. Und Darson hier, derjenige, der kickt. Oh Gott, richtig schlecht, richtig schön verhauen. Und schauen wir mal, was er macht. Da versucht er hier mit einer Drehung wegzukommen, das schafft er nicht. Kommt aber immerhin bis zur 24-Yard-Linie. Bis zur eigenen, wohlgemerkt. So. Wir müssen warten, bis er seinen Spielzug ausgewählt hat. Dann erst dürfen wir ihn auswählen. So. Ich würde sagen, wir versuchen es mit einem... Als erstes versuchen wir es mit einem Blitz, würde ich sagen. Mal schauen, was er dazu sagt, ob er das erkennt oder nicht. Ich bin ja, wie gesagt, nicht ganz so der Experte. Oh Gott. Ja, den haben wir schnell. Den haben wir schnell eingefangen, den guten Sherman hier. Und hier sehen wir seine Offense Line. Und die Back and Receivers. So, erster Versuch. Ja, 2 Yards gerade mal geholt. Das war natürlich nicht so dolle. Aber man sieht schon, er versucht es auch mit Laufspielzügen, sehe ich relativ selten. Ich selber mache sie ja auch relativ selten, von daher, ja, schwierig, schwierig. Was wird er als nächstes machen? Ich glaube, ich habe so ein Gefühl hier, versuchen wir es mal damit. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich nehmen soll und vor allem, was ich auch wofür nehmen soll. Bin ich echt noch überfragt. Aber das wird schon. Oh Gott, und er läuft selber. Ja, richtig geil gemacht. Richtig geil hier. Haben wir vorhin, glaube ich, noch drüber gesprochen. Quarterbacks, die auch so ein bisschen, ja, mobil sind. Sowas wie Breeze oder wie, ja, mein Keeper Nick. Ich allerdings tue mich damit noch relativ schwer. Er scheint damit, ja, weniger Probleme zu haben. Richtig gut. Schöner Spielzug eben. Ja gut, das hat zwar, ja, funktioniert, aber ich habe ihn auch relativ früh stoppen können. Aber ich glaube, die 5 Yards müssten es dennoch gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Und hier sehen wir unsere Linebackers. Patrick Willis. Die Secondary. Eric Reed. Parrish Cox. Ja, 4 Yards hat er geholt. Immerhin, nicht schlecht. Und anscheinend bis jetzt wirklich noch am meisten Erfolg, ihn zu bremsen mit Blitzen. Also, allerdings natürlich dürfen wir die auch nicht zu oft hintereinander machen. Ansonsten gibt es das Problem, dass er sich darauf einstellt. Deswegen, ja, machen wir doch einfach nochmal einen Blitz. Nein, das wird der letzte Blitz. Danach versuche ich mal ein bisschen was anderes.
Aber wie gesagt, ich bin, was die Spielzüge angeht, immer noch so ein bisschen überfragt. Und es gibt einen Flag. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe gar nichts gemacht. Ein Penalty gegen Russell Williams, den Quarterback. Akzeptiert. Als Strafe geht es, ja, ich glaube, ja, 5 Yards nach hinten, richtig. Jetzt ist er beim 2. und 11. Ich weiß zwar nicht, was er gemacht hat, aber danke. Finde ich cool. Helf mir mehr. So, wir picken uns McDonald raus, der dann versuchen soll, den Quarterback zu sacken. Mal schauen. Und die Interception von Brooks, meine Freunde. Brooks mit der Interception. Geil. Schildes Ding. Schildes Ding. Geil, Brooks, Mann. Richtig, richtig geil. Gefällt mir. Quickslants, come on. Das war richtig hammermäßig. Das war, boah, da freue ich mich. Ja, damit haben wir natürlich seinen ersten Drive abgefangen. Und mal sehen, was wir hinkriegen. Boden. Was war das denn? Verreckter Pass. Gibt's ja gar nicht. 619 Sale. 619. Ich liebe diese Zahl. Wrestling-Fans unter uns werden wissen, was ich meine. Rey Mysterio. So, und wir versuchen auf Johnson zu spielen. So, Johnson in den Lauf und oh, da kam fast die gegnerische Interception. Uiuiuiui. Comeback Post, okay. Und er hat 2 Safeties hinten. Das ist nicht gut. Nein! Ja, da verliert er den Ball. Und damit sind unsere gewonnenen Yards natürlich passé. Was machen wir? Was machen wir? Machen wir einen Fake Punt? Machen wir keinen Fake Punt? Ich kann mich nicht entscheiden. Es sind nur 10. Komm. No risk, no fun, sag ich immer. Versuchen wir es damit, mal sehen. Ich schneide mir natürlich ordentlich ins eigene Fleisch, aber ich möchte euch ja natürlich auch was zeigen und von daher. So, was machen die Safeties? Ach, komm schon, wieso läuft er denn nicht weiter geradeaus? Ja, versaut. Wir hätten natürlich punten sollen, ganz klar. Aber, wie gesagt, ich wollte euch mal was zeigen. Ich wollte mal was versuchen, was riskieren. Nur wer wagt, der gewinnt. Kann aber auch ebenso in die Hose gehen. So, mal sehen, was der gute Gotti macht. Late, ja. Er versucht mit dem Laufspielzug. Und er kommt relativ weit, stolpert da mehr oder weniger durch die Mengen. Ich habe vorhin Sherman gesagt, das ist natürlich falsch gewesen. Ich meinte natürlich Lynch. Möchte ich mich doch gleich noch korrigieren hier. So, und wir sind jetzt genau in der Mitte des Spiels. Feldes. Bei der 50-Yard-Linie. Was macht er? Lässt mich warten. Und die nächste Interception. Guck! Saugeile Sache. Verlieren hier zwar noch mal ein paar Yards, aber Interception Nummer 2 hier von Cook. Dieses Mal sehr, sehr geil. So, Play-Action-Passes wollen wir auch mal gucken. Oh nein, das sieht geil aus. Das sieht geil aus, wir probieren es mal. Funktioniert natürlich nur, wenn seine Safeties nicht da sind. Ein Safety hinten. Das können wir versuchen, Freunde. Das können wir versuchen, würde ich sagen. Schauen wir mal. Und der Pass auf Davis, sehr schön, sehr schön. Und oh, da haben wir Yards geholt. Der erste angekommene Pass, sehr schön. 29 Yards, das war richtig schön. Das hat richtig gut funktioniert, Freunde. Ich habe ja gehofft, wir können uns noch ein bisschen besser absetzen, aber nicht ganz funktioniert. So, was passiert jetzt? Schauen wir mal. Wir versuchen mal hier mehrere Spieler im Auge zu behalten. Und da kommt der Sack, richtig schön gemacht. Das kann er natürlich, wie gesagt, sein Let's Play. Mit der Defense. Und da sehe ich den ganz alt aus. Und jetzt schauen wir mal. Gucken wir mal, ob das klappt. Bowden oder Dreieck. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt vom Spieler her, vom Namen her. Schönes Ding, Claptree. Und oh, säbelt er mir die Füße weg. Halleluja, meine Freunde. Halleluja. 4 Verticals. 3. und 9. 1 Yard gerade mal geholt, das ist natürlich schwach.
So, Safety Sinton. Aber da nur einer, der kann nicht alle. Ja, und der nächste Sack, das war's. Wir machen das Field Goal. Ja, klar. Das erste Viertel übrigens auch schon vorbei. So schnell kann's gehen. Immer noch 0-0. Also wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel hier. Wobei ich Gott sei Dank noch keine Interceptions geworfen habe. Hoppala. Ich muss aufpassen, sonst ist die Zeit gleich weg. Special Terms. Field Goal. Ja. Wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Sage ich immer wieder. Und deswegen versuchen wir es hier nochmal. Ja, und der nächste Sack. Keine Chance. Komme ich nicht gegen an. Komme ich definitiv nicht an. Weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Bin ich ein bisschen überfragt. Also das wird definitiv noch lustig hier. Und diesmal haben wir ihn. Zwar kein Sack mehr. Er hat den Ball vorher fallen lassen. Oder vorher verloren auf jeden Fall. Aber getroffen haben wir ihn. Schon mal ein guter Versuch. So. So, der Zone Cover nach hinten weg. Für einen langen Pass. Darauf, worauf wartet er? Oh, jetzt stellt er sogar nochmal um. Ja, und First Down kannst du vergessen hier. Aber dennoch, ich glaube, ja, 7 Yards hat er geholt. Nicht schlecht. Das ist das Problem. Er kann sehr gut aus meiner Aufstellung herauslesen, was ich vorhab. Ich, wie gesagt, kann das überhaupt nicht. Ja, hat er sich nochmal gut drauf umgestellt. Mann, macht das nicht. Nervt ja. Und da ist er durch. Kann ihn erst nach dem Field Goal wieder stoppen, den guten Lynch. Und ich denke, auch wir sollten jetzt etwas mehr auf Laufspielzüge gehen. Uiuiui, ich merke wirklich, das wird eine harte Nuss. Ich will auch nicht immer irgendwelchen Blitz machen, aber muss ich halt irgendwie. Ja, ganz klar jetzt, ne? Wenn ich, ja, schön gemacht. Schöner Catch von Reed hier. Genauso schöner Pass von Wilson. Da hat er schon das nächste Field Goal. Er ist nur noch 27 Yards entfernt von unserer, ja, Endzone. Und nur noch 7 Yards bis zur Red Zone. Ich glaube, oder? 7? Ich weiß gar nicht. Fängt die bei 15 an? Fängt die bei 20 an? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die 7 Yards natürlich nur dann, wenn. Na. Oh Gott, ja. Sehr schön. Schön gemacht wieder. Sehr viele Laufspielzüge. Damit habe ich wirklich so meine Probleme. Und anscheinend hat er das auch schon erkannt. Das ist übel. Das ist richtig, richtig übel. Ah, diesmal klappt's nicht. Diesmal klappt's nicht. Torkelt sogar nach hinten, verliert, glaube ich, noch mal ein paar Yards. Aber immer noch Dritter und Fünfter und er ist definitiv in Field Goal Reichweite, womit er dann mit drei Zählern in Führung gehen würde. Genau. Was überlege ich da? Pitchstock, ja. Ist eigentlich eher ein buntes Ratespiel hier bei mir. 2 Minutes Warning, das heißt ja 2 Minuten bis zur Halbzeit. Pitch stoppt. Okay.
haben wir so ein bisschen von beiden. A, gehen wir auf den Quarterback und B, sichern wir nach hinten raus. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, ein Field Goal wird es aber auf jeden Fall, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass es einen Spielzug ausspielt, oder doch? Kann ich schlecht beurteilen. Field Goal Block, nee, sieht nicht danach aus. Und damit geht der gute Gotti hier mit. Ja. 3 Zähler in Führung, ja, complete. Da sind sie, die ersten 3 Zähler. Und return nach rechts 2. Oh. Sehr riskant hier. Inside. Kick. Und da hat Lynch ihn. Ist natürlich riskant, weil ich jetzt natürlich nur noch einen kurzen Weg habe. Von daher, ja, gefährlich, gefährlich, gefährlich. So, und wir versuchen es hier mit einem Running Move. Sehr schön. Ah, das war doch schön. Gleich No Huddle hinterher. Ja, und er kommt jedes Mal durch meine Defense. Das ist unglaublich. Also, ich weiß hier nicht, was ich machen soll. Mir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als ein bisschen mehr auf Inside. Beziehungsweise allgemein auf ja, Laufspielzüge zu gehen. Und davon habe ich ja nun noch weniger Ahnung. Aber ich weiß immerhin, dass wir einen guten Halfback haben. Den guten Gore. Frank Gore heißt er, glaube ich. Die Nummer 21. Schön geblockt, ja. Schön geblockt für einen. Na, ihr wisst schon. Ah, oh, Leute, ey, das funktioniert ja wieder alles super, ey. Es ist doch absolute Grütze hier, was hier schon wieder läuft. Mann, 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 ey. Was macht er? Er macht. Okay. Ich bin absolut kein Fan von Panten, deswegen weiß ich nicht. Ja, komm, kein. Das hat keinen Sinn, ganz ehrlich. Ich habe hier, weiß nicht, weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Es funktionieren keine Würfe, es funktionieren keine Laufspielzüge. Nee, da habe ich eindeutig meinen Meister gefunden. Also, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Tötet ihn, diesen Lynch, meine Güte. Okay, jetzt macht er einen No-Huddle. No-Huddle heißt natürlich ganz einfach, möglichst schnell wieder anstoßen. Ah, scheiße. So ein Mist. Eine Sekunde länger und ich hätte ihn gesackt, aber ja, keine Chance. Keine Chance, Freunde. Puh, ja. Und die Zeit läuft natürlich jetzt gerade gegen ihn. Sind aber auch nur noch 42 Yards. Und da hat auch schon wieder das nächste First Down. Er nimmt das Timeout, damit die Zeit nicht weiterläuft. 30 Yards noch und ja, eigentlich. Schauen wir mal, aber eigentlich, ja. Ja, incomplete, sehr schön, wenigstens einmal. Da hat er nicht lange genug gewartet. Zu früh geworfen. Puh. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen, Freunde. Uiuiuiui. Ja, und wieder gut Boden gemacht. Die Zeit läuft gegen ihn. Ah, aber er konnte den Ball festhalten. So ein Mist. Ja, und dann nimmt er das letzte Timeout. 6 Sekunden Verschluss. Uiuiuiui. Da kommt echt Freude auf, Freunde. Da kommt echt Freude auf.
Und er muss eigentlich einen schnellen Pass spielen, würde ich sagen. Versuchen wir es damit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Bin hier vollkommen überfragt. Ah, und den Pass, sehr schön. Zeit läuft aber nicht weiter, halt wegen einem Incomplete. Ärgerlich, ärgerlich. Pitch Zone, okay. Versuchen wir das nochmal. Und hat er den Touchdown? Ja, den hat er. Schön gemacht von ihm. War ganz schön knapp. Zwei Leute reißen an ihn rum, aber es reicht nicht. Er kann sich da irgendwie noch durchsetzen. Und ich denke mal, jetzt holt er sich noch den Extra Point. So ist es. Ja, und damit geht er mit 10 Uhr in Führung. Und ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und jetzt hat er natürlich, weil wir den ersten... Nee, gar nicht. Okay, sehr schön. Ja, knapp 21 Hertz würde ich sagen. 22, na gut. Hilft uns aber relativ wenig, würde ich sagen. Und ich weiß nicht warum. Ich tue mich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist ein komplett neues 49ers Playbook. Also... Bin ich ein ganz klitzekleines bisschen überfragt. So, kein Safety hinten, der kommt nach vorne. Ach komm schon, Alter, wie wirft der Penner denn? Gibt's doch nicht. Ja, 32 Yards haben sie bis jetzt erlaubt und na, sehr schön. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen jetzt dringend den Touchdown, Freunde. Dringend. Ah, Safety geht nach hinten, okay. Na, komm schon. Ja, vergiss es. Ja, Freunde, so kann es gehen, ne? Also ich absolut unterlegen. Ich habe absolut keine Idee, habe auch nicht die nötige Erfahrung, weiß ich mir, um hier noch was rauszufrickeln, hier was helfen könnte. Ich habe echt absolut null Schimmer, was ich hier machen sollte. Es funktioniert ja auch nichts. Och komm, Cox, den hättest du jetzt haben können, mein Freund. Bleib da einfach stehen, das darf da wohl nicht wahr sein, ey. Mann! Ja, wieder complete. Ich kann gegen ihn einfach nichts machen. Ich komme durch die Defense nicht durch. Ja, keine Ahnung. Ich bin überfragt, Freunde. Ach, den hättest du jetzt noch haben können. Das gibt's doch nicht. Stell dich da nicht so dämlich an, Mann. Ja, 4. und 8. Das sieht nach einem Punt aus. Könnte natürlich aber auch genauso gut ein Fake-Punt sein. Nee, ist es nicht. Wo rennt Cox hin? Ach, Leute. Ja. Hör mir einer auf, ey. Darf doch wohl nicht wahr sein. Wir versuchen es mit den HB-Dive. Mal sehen, vielleicht funktioniert das ja. Auch wenn ich es nicht so recht glaube. Ja,
Ja, jetzt auch noch. Komm, hör auf, ey. Sorry, Leute, ich habe gerade überhaupt keine Lust mehr. Es geht mir gerade das alles so tierisch auf den Sack. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Endlich mal ein Complete Pass. Und na, vielleicht sogar noch das Field Goal. Nee, ich glaube nicht. Aber wir sind nah dran. Inches, na. HB Smash mit aller Gewalt durch die Mitte. Klingt gut. So, und da gibt es natürlich die Strafe. Weil er zu früh losgerannt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ich glaube, das war aber falsch. Ja, das war falsch. Das war absolut doof. Davis schön gefangen, aber immerhin, durch die Strafe sind wir wieder beim ersten Versuch. Von daher, ich weiß echt nicht, was ich machen soll, Freunde. Das ist Gore, der tankt sich hier durch. Dritten und eins, das darf doch wohl nicht wahr sein. Quickslants, alles klar, komm. Mit dem Pass haben wir ja bis jetzt so viel Erfolg. Nicht natürlich. Aber gut. Sehr schön, Bolden fängt, sehr schön. Schön gemacht von Bolden. Auch endlich mal ein schöner Pass von Kaepernick. Und wieder kommen wir der ganzen Sache näher. Aber wir kommen einfach nicht schnell genug voran. Vor allen Dingen, das sind wirklich immer nur ein paar Yards. So, wie stellt er sich auf? Verdammt, er hat wieder einen hinten. Ey. Ach ja. Nee, heute ist nicht mein Tag, glaube ich. Ah, das war wieder schön. Und er rächt sich sogar nochmal los. Hier schüttet den First Tackle ab. So muss das. Meine Güte, es geht doch. Warum nicht gleich so, Freunde? Warum nicht immer so? Das war richtig schön. Das war schön. Jetzt müssen wir uns nochmal ein bisschen beeilen. Das hat leider nicht gereicht. Versuchen es hier mit einem 4 Verticals. Schauen wir mal. Komm schon. Nein! Ah! Die Chance hier zum Touchdown. Aber nee, will er nicht. Da sagt er, nö. Spielt er nicht mit? Ja, wirklich großes Lob hier an ihn. Die Defense, absolut brillant. Aber das war richtig geil, das war geil. Und Touchdown! Ja! Vollkommen unerwartet. Eigentlich wollte ich ja hier. Nee, wie geil. Sehr geil. Touchdown. Oh, das war ein schöner Pass. Das war ein richtig, richtig schöner Pass. 118 Yards insgesamt und ich denke, wir tun es ihm jetzt gleich. Wir versuchen es hier mit einem Onside Kick, genau. Mal sehen, was draus wird. Ah, ins Aus. Ach, komm schon. Ja, damit er natürlich einen richtig, richtig großen Vorteil. Sehr nah dran. Na komm. Ah, und da versucht das wieder mit seinem Laufspiel zu. Und er kommt wieder durch. Wie so oft, er kommt einfach immer durch. Es ist doch wirklich
Mal sehen, was er dazu sagt. Ist eigentlich eher ein Spielzug für weiter hinten. Also für die Goal-Linie. Für die Endzone. Gleich muss er werfen, gleich muss er. Er wartet extra schön lang. Ah, da haben wir ihn relativ schnell. Ich glaube, viele Yards dürfen das diesmal nicht gewesen sein. Und das sieht nach einem Pass aus. Ja. Oh, und er verliert wieder den Ball. So ein Mist. Das war so schön. Und jetzt beim 4. und 7. Ja, 42 Yards. Weiß ich nicht. Könnte auch, wie gesagt, genauso gut wieder ein Fake sein. Oder was heißt wieder? Könnte ein Fake sein, so wie ich es vorhin getan habe. Man weiß es nicht, liebe Freunde, man weiß es nicht. Na komm. Ja, und wieder haben wir es verkackt. Dieses Kameradrehen, das macht mich jedes Mal so kürre. So. Schauen wir mal. Ob wir da nicht vielleicht sogar was machen können. Er hat kein Safety. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ja. Und der Fumble, und den hat er wahrscheinlich, oder? Ja, hat er. Nee, hat er nicht? Sehr schön. Gott sei Dank. Halleluja. Na, ein paar Yards konnten wir mal holen. Der gute Gore, Frank Gore. Ja, die Zeit läuft wirklich ab hier. Die Zeit läuft gegen uns. Ach komm, das war doch nichts. Gegen den Kopf. Hallo? Ach komm. Ja, damit können wir eigentlich schon fast sagen, dass wir das Spiel verloren haben. Wie gesagt, ich habe überhaupt gegen ihn nichts entgegenzusetzen. Er hat, die Spielart, die meine absolute Schwäche ist, weil ich da wirklich am wenigsten Ahnung habe, A, sie selber zu machen und B, sie auszuspielen, beziehungsweise sie zu kontern, ist einfach nicht meins. Aber das macht er schon wirklich gut. Seine Defense und alles, das ist schon echt top. Na komm, verlier. Ach komm, wie kann er denn da den Ball noch festhalten? Ist doch. Mann. Darf doch wohl nicht wahr sein. Nee, das wird nichts. Ich denke mal, er macht noch einen Touchdown. 2 Minuten sind jetzt nur noch zu spielen. Also wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend eine Interception. Pass auf, und jetzt gehe ich wieder auf. Nee. Nee, Freunde, nee, das hat keinen Sinn. Es ist wirklich richtig, richtig böse frustrierend, wenn du absolut nichts dagegen machen kannst. Ja, und dann nieten wir ihn endlich mal um. 2 Yards und nur gut gemacht. Sehr schön, sehr schön. Und ich habe so im Gefühl, jetzt kommt der Laufpass. Und genau deswegen werde ich das auch machen. Schauen wir mal. Ich versuche ihn natürlich trotzdem noch zu sacken, aber er hat ja gesehen, wie oft ich es bis jetzt geschafft habe. Und nicht ein einziges Mal. Nee, er läuft wieder. Er läuft wieder und er kommt überall durch. Ach komm, hört doch auf, ey. Das macht doch keinen Spaß. Ja. Und die Zeit läuft gegen uns. Ja.
wartet hier natürlich richtig schön lange, solange er kann. Ach komm, ey. Ja, macht er natürlich geschickt, ganz klar. Macht so eine Sachen zwar nicht wirklich, aber... Er kostet seine Playtime wirklich ideal aus. Ja, und das er wieder vom Touchdown. Ja, das Spiel ist vorbei. Er hat noch 14 Sekunden Zeit. Was soll ich da noch ein Timeout anlegen? Hat keinen Sinn. Gotti, falls du das siehst, herzlichen Glückwunsch, hast du wirklich genial gemacht. Richtig schön rausgespielt. Defense, da war absolut nichts zu machen. Ich kam nicht durch. Ich konnte selber dies starten. Absolut genial. Herzlichen Glückwunsch, wirklich. Verdientermaßen gewonnen hier. Hätte ehrlich gesagt, ganz ehrlich, meiner Meinung nach sogar viel höher für dich ausfallen müssen eigentlich im Grunde genommen. Aber nun gut. Nee, herzlichen Glückwunsch, super gemacht. Ja, und alle anderen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade echt ein bisschen pissig. Es ist wirklich frustrierend. Also es ist wirklich richtig, richtig frustrierend. Ich hoffe, es macht euch nichts aus und ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Wie gesagt, den Link von Gotti werde ich euch in die Beschreibung packen. Und ansonsten schaut auch in meine anderen Videos rein und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis da, ja, bis irgendwann wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.